In der Nacht auf Mittwoch verübten bislang unbekannte Täter einen Brandanschlag auf das türkische Honorarkonsulat in Bregenz. Der Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, Hans-Peter Ludescher, schildert im Voll-Live-Interview nochmals den Tathergang. Heute Nacht gegen 3.15 Uhr sind vier vermutlich junge Täter auf den Vorplatz des türkischen Generalkonsulates gegangen und haben insgesamt vier Brandsätze gegen die Fassade des türkischen Generalkonsulates geschmissen, wobei ein Brandsatz durch ein Fenster in das Innere geflogen ist. Es ist dabei ein Sachschaden entstanden. In ganz Österreich kam es in den vergangenen Tagen zu Anschlägen auf türkische Einrichtungen. Ein Zusammenhang kann bislang allerdings nicht bestätigt werden, auch wenn das Konsulat wohl gezielt als Anschlagsziel ausgewählt worden ist. Ich kann zumindest den Zusammenhang nicht bestätigen. Ich weiß ja nicht, wieso das Ganze, beziehungsweise wer hinter diesem Anschlag steht. An und für sich hatten wir über Weihnachten eher Ruhe. Das heißt, keine Zusammenstöße, keine Auseinandersetzungen. Aber ob überhaupt ein Zusammenhang besteht, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Wir gehen auch davon aus, dass das türkische Generalkonsulat nicht aus Zufall zum Tatobjekt geworden ist. Aber wie gesagt, die Frage ist, welches Motiv steckt dahinter, und das Motiv führt dann auch zu den Tätern, beziehungsweise eben jetzt die hinkünftigen Ermittlungen von uns. Bei der Fahndung nach den Tätern setzt die Polizei neben der Befragung von möglichen Zeugen vor allem auf das Material der Überwachungskamera. Man erkennt sehr wohl was darauf, auf diesen Videoaufnahmen und eben den bereits geschilderten Vorfall. Alles andere wird sich im Zuge der Auswertung, die auch mit entsprechenden technischen Mitteln erfolgen wird, zeigen. Die Überwachung sowohl der Residenz der türkischen Konsulin als auch des Konsulates selbst wird bis auf Weiteres verstärkt. Wir haben uns entschlossen, die Überwachung zu verstärken, sowohl bei der Residenz als auch beim Amtsgebäude des Konsulates. Und wir werden die nächste Zeit beide Gebäude rund um die Uhr bewachen lassen.